Herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Ländli Talk hier im Café-Restaurant Hubers in Götzis. Heute zu Gast eine Dame aus dem Bereich Sport, genauer gesagt aus dem Fußball, bei uns im Hubers in Götzis, Sonja Spieler. Hallo Sonja. Hallo Marc. Kann man dich als Ikone des Vorarlberger Frauenfußballs bezeichnen? Würdest du dich selber als Ikone bezeichnen? Also jetzt im Nachhinein, also wenn ich meine Karriere so zurückverfolge, kann ich schon sagen, dass ich vielleicht eine Vorreiterrolle genommen habe. Es war ein langer Weg, habe mit 9 angefangen, bin jetzt 30 und fühle mich schon absolut berufen, in Vorarlberg in Sachen Mädchen- und Frauenfußball aktiv zu werden. Also, ja. Deine Karriere ist ja immer noch im Gange. Im Sommer hat es kurz geheißen, die Sonja Spieler beendet ihre Karriere. Wieso jetzt der Umschwung? Ja, also es war für mich so, ich wusste nicht genau, wie leicht mir wieder der Einstieg in die Vorarlberger Berufswelt klingt. Habe dann sehr gute Gespräche gehabt mit dem FC Start, mit einer Verantwortlichen, die eigentlich die ganzen Jahre über sehr interessiert war in meiner Karriere. Und das Training war entsprechend, die Nähe zu meinem neuen Wohnort kam auch klärger und darum ja, wollte ich einfach auch wieder im Mannschaftssport tätig sein. Und wie gesagt, Fußballtraining macht mir halt einfach viel Spaß. Also seit Sommer bei Start in der Schweiz tätig, in welcher Liga? Der FC Start spielt in der Nationalliga B, das ist die zweithöchste Schweizer Liga. Und sind momentan auf einem Aufstiegsplatz, sind im Schweizer Cup noch dabei, also die Möglichkeiten nach oben sind offen, ja. Also Aufstieg durchaus möglich, auch mit der Sonja Spieler im nächsten Jahr vielleicht? Absolut ein Ziel, also ich bin noch drum in Schweiz gewechselt, nicht in Vorarlberg, wie sich vielleicht viele erwartet haben, weil einfach die sportlichen Möglichkeiten noch ein bisschen besser sind wie bei uns im Land. Cup-Finale oder generell mal einen Titel zu gewinnen, ist absolut mein Ziel. Und wie gesagt, nächstes Jahr im Februar geht es weiter und möchte auf jeden Fall ins Cup-Finale und den Aufstieg in die Nationalliga schaffen. Ja. Kurzer Rückblick über deine Karriere. Im Fußballsport kommt man am FC Bayern München nicht vorbei. Du hast gespielt bei den großen Bayern. Ist die Damenmannschaft vergleichbar mit den Herrenprofis? Also vom Namen her in der deutschen Fußballszene ja nicht wirklich. Also wir haben, oder besser gesagt, ich habe in meiner Karriere beim FC Bayern nicht wirklich um einen Titel mitgespielt. Wir sind zwischen immer Vierter oder Fünfter geworden. Also der Sprung an die Tabellenspitze, sprich an deutscher Meistertitel zu holen, war einfach nicht möglich. Jetzt ist es aber so, dass sich die Mannschaft sehr gut mitentwickelt hat. Es gibt einen neuen Trainer, sie haben 2 Verstärkungen dabei und sind absolut jetzt in der Lage, die deutsche Meisterschaft an die Einsatz zu holen. Für mich schade, dass ich nicht mehr dabei bin. Verfolgt das Geschehen aber nach wie vor sehr, sehr intensiv und freue mich auch, dass nach diesen harten Jahren, sage ich jetzt mal, jetzt wohl die erfolgreichen Jahre folgen. Ja. Für dich persönlich die Bilanz bei Bayern, 94 Spiele, 13 Tore, durchaus passabel. Also für eine defensive Mittelfeldspielerin bin ich eigentlich ganz zufrieden. Also wie gesagt, ich war eigentlich immer unter den Stammkräften dabei. Generell in der deutschen Bundesliga spieler, überhaupt einfach mal in der besten Liga der Welt. War sportlich eine große Herausforderung, habe unheimlich viel dazugelernt und bereue also keine Minute des Weges, so, den ich auf mich genommen habe, von Bregenz nach München. Wenn du ansprichst, die beste Liga der Welt, kann man im Frauenfußball auch davon leben? Es gibt Frauen, die es mittlerweile sehr gut davon profitieren und erlernen können. Es ist alles ein bisschen kurzweiliger, sage ich mal, wie im Männerprofi-Geschäft. Ich nenne jetzt einfach nur ein paar Namen, eine Birgit Prinz oder eine Marta von Brasilien. Die sind mittlerweile schon so gut vermarktet, dass es für die nicht mehr notwendig ist, um irgendwie einen Beruf nachzugehen. Für mich war es wichtig, dass ich den Beruf und das Sportliche gut unter den Hut bringe. Das ist mir, glaube ich, recht gut gelungen. War in den letzten 2 Jahren, wo ich vom Land freigestellt war, beruflich unterwegs. Und ja, es wäre schön gewesen, wenn es ohne Arbeit gegangen wäre, aber es ist leider nicht so. Dennoch auch im Nationalteam erfolgreich, Sonja Spieler, 54 Spiele. Einige Tore auch für Österreich geschossen. War es auch eine Auszeichnung für dich, für Rot-Weiß-Rot zu spielen? Absolut. Also ich glaube, für jeden Sportler ist es mit das Größte, wenn man für eine nationale Auswahl spielen kann. Mir wurde die Ehre dann auch zuteil, dass ich letzten Jahr dann das Kapitänsamt von der Gertrud Stallinger übernehmen habe dürfen. Und ja, also 54 Länderspiele, war jedes wunderschön, das erste wie das letzte. Und
wer weiß, vielleicht kommt das eine oder andere noch dazu, aber das vielleicht zu einem anderen Zeitpunkt. Gibt es noch Bereiche im Fußball, wo du nicht erreicht hast oder Ziele? Du hast gesagt, Meistertitel wäre mal schön. Ja, also zu diesen ganzen Fußballjahren fällt halt schon irgendwo ein Titel. Also eine deutsche Meisterschaft hätte ich sehr gern gewonnen mit dem FC Bayern oder die Jahre davor mit Schwarzach oder in Oberteuringen in Deutschland. DFB-Pokalfinale, also wir haben es leider, bin leider dreimal im Halbfinale gescheitert. Also es wären schon so Ziele, die ich noch ganz gerne erreicht hätte, aber ja, das war jetzt leider nicht möglich. Vielleicht klappt es mit dem FC Start. Ja, ich würde mich freuen und für alle, die beim FC Start mitwirken und uns unterstützen natürlich auch. Ganz großes Ziel von dir in nächster Zeit auch die Gründung eines Vereins. Worum geht es da ganz genau? Ja, das mit dem Verein ist mir so die letzten Monate richtig bewusst geworden. Ich habe in München einfach diesen Mädchen- und Jugendfußball auf eine ganz andere Art und Weise kennengelernt, also als Trainerin und Organisatorin von Fußballcamps. Habe im Sommer in Zusammenarbeit mit dem FC Hörbrands ein Jugendfußballcamp durchgeführt und möchte einfach nur gezielter in Sachen Mädchen- und Jugendfußball tätig werden. Deshalb dieser Gedanke oder dieser Wunsch von mir, dass ich so eine Art Förderverein ins Leben rufe. Ja. Also die Sonja Spieler wird dem Fußball auch in Zukunft auf alle Fälle erhalten bleiben? Ja, ich hoffe, dass sich alle freuen, dass es so ist. Und ich hoffe, dass ich bald mitteilen kann, beziehungsweise in die Öffentlichkeit gehen kann, wie es dann mit meiner Vereinsgründung ausschaut. Letzte Frage, Sonja. Beim Land Vorarlberg bist du tätig. Wie es für eine Sportlerin gehört im Sportreferat? Was sind deine Aufgaben? Also ich bin in verschiedene Projekte und Arbeitsgruppen mit eingebunden, bilde aber dazu noch einen Lehrling als Verwaltungsassistent aus, kümmere mich um das Online-Sportbus-System, also ich habe ein sehr breit gefächertes Aufgabenfeld und die Tätigkeiten und Möglichkeiten, die sich im Vorarlberger Sport auftun, werden eher mehr, nicht weniger und auf die Sache freue ich mich einfach noch. Super, dann sagen wir vielen Dank, dass du hier im Hubers warst. Wie gefällt es dir eigentlich hier? Die Atmosphäre ist sehr angenehm. Also man kommt rein und fühlt sich gleich wohl. Ich habe auch das Mittagsmenü probiert. War auch sehr lecker und es ist bestimmt nicht das letzte Mal, dass ich da war. Super, vielen Dank, Sonja Spieler. Das war's also, Ländle Talk hier aus dem Café-Restaurant Hubers in Götzis. Wir wünschen Ihnen jetzt noch viel Spaß mit der weiteren Sendung.